Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es um ein bisschen Hautpflege. Bis gleich. So ihr Süßen, wie man unschwer erkennen kann, komme ich gerade aus der Dusche. So sieht das Ganze dann aus. Wir gehen jetzt zuallererst mal meine Abendroutine durch und dann gehen wir noch auf die Produkte ein. Auf die verschiedenen Produkte. Okay, ich habe ein bisschen Glocke. Genauso sieht es nicht aus, wenn ich aus der Dusche komme. Ich blende euch hier mal ein Bild in, wie es normalerweise aussieht. Ich habe mich natürlich noch abgeschminkt. Ich mache das immer nur im Dusche oder während der Dusche manchmal sogar. Genau. Meine Abendroutine sieht folgendermaßen aus. Ich nehme bei jeder Pflege, morgens, mittags, abends, ganz egal wann, immer das Rosenwasser zuerst. Das macht einen ganz leichten Sprühnebel. Bringt den pH-Wert, der halt nur pH-Wert der Haut nochmal auf Null. Und ich habe dann einfach das Gefühl, dass meine Haut viel besser mit der Pflege umgehen kann. Ah, stopp. Im allerersten Schritt hole ich normalerweise immer unsere Reinigung. Zu Reinigung, das Serum, die Tages- und Nachtcreme, da gibt es immer eine Basis und ihr dürft dann 3 Booster auswählen, die zu eurer Haut passen. Das ist hier der Fall. Hier kann man es eigentlich auch draufschreiben. Mache ich nie. Ja, egal. Verzähle mal kennen. Genau. Das ist schon mal Step 1 von meiner Abendroutine. Wie gesagt, normalerweise zuerst das. Das habe ich jetzt natürlich schon im Bad gemacht. Ich habe es aber mit hochgebrungen, um es euch zu zeigen. Die habe ich ich habe im Januar oder Februar bestellt. Also die hält noch ein gutes Stück, ne? Ach, wenn man meint so, die ist schon, ne? Sagen wir mal, mehr wie ein Drittel leer. Ein Viertel ist auch noch nicht ganz. Aber das hält ewig. So, das war Step 1. Step 2 ist Beautyöl. Beautyöl ist für mich nicht mehr wegzudenken abends. Ich mache dann immer einen Tropfen hier. Tropfen da und einen Tropfen da. Und verteile mir das im Gesicht. Und wichtig, ich gehe mir damit auch über die Augenlider, weil ich habe einfach das Gefühl, dass das auch unwahrscheinlich meinem Schlupflid entgegenwirkt. Wirklich super. Das massiere ich immer so ein bisschen in. Ist Öl, aber gar nicht so. Natürlich glänze ich jetzt ein bisschen, aber gar nicht so richtig ölig halt. Ne? Ist nicht so extrem fettend. Trotzdem mag ich es nicht, wenn ich über der Dach glänze. Deswegen benutze ich es nur abends. Spendet Feuchtigkeit und hilft, Fältchen zu minimieren. Genau. Step 2 ist dann die Nachtcreme. Wie gesagt, eine Basis. Ihr dürft 3 Booster auswählen, die zu eurer Haut passen. Das ist aber ein bisschen viel. Moment. Ihr dürft dann 3 Booster auswählen, die zu euch passen. Ich helfe euch da natürlich gerne. Ich sage euch auch gleich, welche Booster das sind. Ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Booster ein. Weil ganz ehrlich, so richtig merken können ich mir das nicht. Aber dafür haben wir Material. Und das meiste ergibt sich von allein. Meistens sagt schon der Name vom Booster das aus, was er bringt. Ne? Das war die Nachtcreme. Und zum guten Schluss, das habe ich schon ganz vergessen rauszuholen, mein Wimpernserum. Bei mir nicht mehr wegzudenken, ganz ehrlich. Und das habe ich euch schon mal gezeigt, tragen ihr so auf. Von oben, nicht wie Wimpern tuschen, ne? Das mache ich auf der anderen Seite. Ah. Ich habe euch schon erzählt, ich gehe immer noch dann so in die Spitzen, weil ich sonst das Gefühl habe, ich habe was falsch gemacht, was aber keine Pflicht ist. Und normalerweise mache ich es mir auch über die Augenbrauen. Aber schon mal Augenbrauen gemacht, die sind noch am Heilen, deswegen darf da im Moment nichts ran. Genau, wo fangen wir mal an? Vielleicht bei den Masken. Ich habe hier einen kleinen Spickzettel. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weil ich habe einfach Angst, euch irgendwas komplett Falsches zu erzählen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Weil ich ein bisschen dann nervös bin, gerade wenn es um Hautpflege geht. Ich bin absolut kein Experte, was die Hautpflege betrifft. Aber ja, deswegen gibt es ja auch so kleine Spickzettel. Und ich kann euch erzählen, was das bei meiner Haut ausmacht. Ne? Fangen wir mal an mit der goldenen Maske. Das flüssige Gold. Wunderbar ist einfach. Also die trat ja einfach auf. Wer meine Live-Videos guckt, hat sie schon öfter gesehen.
Die trat ihr auf. Das ist eine Peel-Off-Maske. Lass die vollständig trocknen und dann könnt ihr sie quasi in einem abziehen. Deswegen gibt es auch keine genaue Einwirkzeit. Macht euch den Teint frischer, minimiert Poren. Ja, und lässt euer ganzen Teint einfach schöner aussehen. Spendet natürlich auch Feuchtigkeit. Apropos Feuchtigkeit, da gehen wir direkt zur blauen Maske und ich liebe den Geruch. Es riecht nach Urlaub. Nach Strand, Pina Colada, Sonne, braun gebrannt. So würde ich es erklären. Ich liebe sie. Die spenden natürlich Feuchtigkeit, ist klar. Das ist die Hydrating Mask. Die ist wirklich, wirklich top. Die mache ich auch oft über Nacht drauf. Ich neige ja eher so zur trockenen Haut. Also entweder mache ich sie dann über Nacht drauf. Oder was ihr auch machen könnt, wenn ihr sie ganz hauchdünn holt, könnt ihr euch da damit incremen. Und könnt ihr sogar noch das Make-up drüber machen. Ne? Einwirkzeit ist 10 Minuten, aber wie gesagt, die können nachher über Nacht drauf machen. Das ist gar kein Problem. Dann die schwarze Maske. Unsere Blubbelmaske. Das ist eine Detox-Maske. Die trat ihr auf mit Erschrecken. Die fängt an zu blubbern. Ich bin beim ersten Mal so erschrocken. Das ist ja eine Angst, ich mache irgendwas falsch. Ja, Detox sagt ja wohl schon alles. Das entzieht der Haut die Schadstoffe. Kann natürlich sein, dass er ein, zwei Tage später vermehrt Hautunreinheiten hat, weil es halt alles an die Oberfläche kommt. Was absolut von mir der Tipp ist, Herpes. Sobald ich merke, ich habe was, bei mir hilft ja kaum noch Creme, bin immun dagegen quasi, mache ich mir die schwarze Maske da drauf. Und das so ein, zwei Tage lang, das trocknet das aus. Es wird gar nicht erst so richtig, ich weiß nicht, die Leute, die Herpes geplagt sind, kennen das. Wenn das so richtig dick ist und feucht, das hört sich eklig an, aber es ist halt nun mal so. Dann dauert das ja immer ewig, bis das austrocknet. Dort trocknet es quasi direkt aus, zumindest bei mir. Probiert das aus. Dann haben wir noch eine Peeling-Maske, eine weiße Peeling-Maske. Die riecht, wie soll ich sagen, Apotheke. Ne, die riecht einfach, ja, gesund. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Peeling-Maske sagt ja auch schon alles. Die trat ja auf, lässt da 5 bis 10 Minuten wirken und in kreisenden Bewegungen nochmal abmachen. Ne? Peelt die Haut. Ich mache das, habe ich mir von einer Kollegin gemerkt, immer wenn meine Periode da ist. Das reicht. Alle 4 Wochen circa. Ja, also wenn er mich mal mit weißer Maske in der Story sehen, wissen wir genau, was los ist. Ah, da fällt mir gerade in. Die muss ich noch nachholen. Und dann gibt es noch eine grüne Maske, die habe ich aber nicht. Das ist die Oil-Control-Maske. Also wenn ihr ölige, fettige Haut habt, absolut zu empfehlen, aber mit Vorsicht. Ich würde die am Anfang nicht länger wie 3 Minuten drauf machen. Das kann man ja dann steigern, je nachdem, wie die Haut drauf reagiert. Bei ruckzuck könnt ihr aus einer öligen Haut eine trockene Haut machen und das wollen wir ja auch nicht. Die ist wirklich top, die habe ich aber nicht, weil ich sie wirklich nicht brauche. Ich habe mal sie immer geholt, haben sie immer im Sommer benutzt. Im Sommer schwitzt man halt im Gesicht, ne? Muss man einfach sagen, wie es ist. Genau, das war dies. Und dann kommen wir zu den Serien. Also hier im Serum ist es auch so, das ist schon fast leer, aber das reicht noch ein paar Mal. Gute paar Mal. Da gibt es eine Basis und ihr dürft euch die 3 Booster auswählen. Jetzt gucke ich mal gerade, weil wir haben verschiedene Booster bei den verschiedenen Hautpflegeprodukten. Nicht, dass ich euch da was Falsches erzähle. Linienminimierenden, ein Antifalten, Straffung, strahlender Teint, Elastizität und Glow. Ich denke, die erklären sich von allein. Ne? Es kommt halt eben immer darauf an, wie eure Haut ist, was ihr für eine Haut haben wollt. Also wenn ihr Beratung braucht, wie gesagt, ihr könnt mir gern schreiben. Zu diesem Serum haben wir natürlich auch 2 lilane Serien. Die sind relativ neu. Das hier ist das Anti-Aging-Serum. Wird ja auch schon quasi alles aussahen, aber wir gehen trotzdem noch mal kurz drauf in. Ist natürlich gegen das Altern der Haut und reduziert Fälscher. Was soll ich noch groß sagen? Tipptopp. Das in Lila sieht genauso aus, steht nur was anderes drauf. Gibt es noch das Brightening Serum? Das habe ich aktuell nicht da. Das lässt die Haut richtig strahlen und spendet nochmal Feuchtigkeit. Also Anti-Aging tut auch Feuchtigkeit. Meistens spendet alles irgendwie Feuchtigkeit, ja. Gerade bei Fälschen oder so, da ist Feuchtigkeit sehr, sehr wichtig. Also wenn man viel Fälschen hat, würde ich auch tatsächlich eher eine BB-Cream empfehlen, wie den Foundation Stick oder so, ne?
weil jetzt einfach mehr Feuchtigkeit spendet, dann rutscht euch alles nicht so schnell in die Fälscherinne und setzt sich ab. Feuchtigkeit ist doch ganz, ganz wichtig. So, die Serenhammer. Die Tages- und Nachtcreme. Jetzt muss ich noch mal kurz ein bisschen gucken, weil... Achso, ich muss auch noch reinrollen. Tages- und Nachtcreme. Auch hier gibt es eine Basis und die Booster dazu. Und zwar ist das bei der Tagescreme Matter Teint. Sagt ja wohl schon alles aus. Anti-Umwelteinflüsse. Hatte ich jetzt das erste Mal drin. Ich tue mir zwischendurch mal wechseln. Kann ich euch so in 2-3 Wochen, kann ich euch mehr darüber sagen. Feuchtigkeit, Poren minimierend und getönt. Und Zeitkorrektor, Entschuldigung. Der ist relativ neu. Deswegen ist der noch nicht da auf meinem Spickzettel. Zeitkorrektor. Davon dürft ihr euch aussuchen. Ich denke, das erklärt sich alles von allein. Aber wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht bei der Auswahl, dann schreibt mir. Bei der Nachtcreme wäre das Ganze dann die Basis. Entspannung, Auffrischung, Feuchtigkeit, Anti-Schwellung, Entschuldigung, Elastizität und Anti-Aging. Genau. So, dann haben wir noch, oh Gott, das Beautyöl, ganz vergessen, Entschuldigung, das ist nicht zu vergessen, um zu erzählen, was genau wie es beschrieben wird, ne? Also es versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, ist klar, lässt die Haut nicht mehr so schlaff wirken. Da ist Vitamin E und C drin, Q10, ja, natürlich die Fälscher minimieren. Dann kommen wir zur Augencreme und ich finde die echt der Knaller. Und Mädels, was ich gar nicht wusste, man soll so ab 20 mit Augencreme anfangen. Ich war genau 10 Jahre zu spät. Also ist wirklich super bei Augenringen, habe ich jetzt keine, habe aber Fotos gesehen und Rückmeldung von Kundinnen bekommen, ne? Die hält die auf, die, mein Schlupflied ist dadurch auch zurückgegangen. Also die Mischung aus dem und dem, tipptopp, minimiert die Fälscher, lässt die Haut einfach straffer wirken, nicht so lapprig einfach, wirklich, wirklich toll. So, was haben wir noch? Die Reinigung, hatte ich doch schon erzählt, was dort drin ist. Ich erzähle es einfach nur, würde ich sagen. Ach, eine Basis natürlich, ja. Dann dürft ihr auswählen zwischen Matter Teint, Poren verfeinernd, also Poren minimierend, Feuchtigkeit, Auffrischen und Peeling. Könnt ihr euch wählen. Top. Das Ganze, wenn das ankommt, ist das so schön verpackt. Also ihr habt dann hier das und dann sind die Booster in so kleinen und sowas in winzig. Dürft ihr dann doch drin machen und dann ist noch so ein Spatel mit dabei. Habe ich hier gerade im Parat. Einen Moment. Ja. Sowas ist noch mit dabei und damit könnt ihr das dann mixen. Finde ich sehr schön. Und da steht immer noch Hallo, dein Name und welche Booster du ausgewählt hast. Dann ist immer noch so ein kleiner Infozettel mit dabei. Wirklich top. Was haben wir noch? Ah, ist Reinigungsbalsam für abzuschminken. Wenn ihr das aufmacht, das riecht wie Vicquaburg, sieht auch ähnlich aus, aber ist wirklich genial. Ich empfehle euch, das Gesicht vorher ein bisschen anzufeuchten, ein bisschen was auf die Hand zu geben, einzumassieren und dann seht ihr aus wie die letzte Arsch. Darf man das sagen? Vielleicht schneide ich das raus. Wie die letzte Aff. Wie ein Panda, der sprechen kann. Tut das wirklich schön, schön, egal wo auf Emo der die Mascara hängt, wenn die da ohne hängt, ist wurscht. Und dann holt ihr euch einen feuchten Waschlappen, dreht den aus, fahrt euch übers Gesicht und ihr seid abgeschminkt. Das ist doch tippitoppi. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir haben natürlich auch noch Reinigungstücher, die sind auch top, aber ich bin dann eher für sowas. Ja, im Prinzip war es das schon. Ihr wisst, ich würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, mich abonniert und wenn ihr Fragen habt, immer gerne schreiben. Ihr könnt mir auch bei Facebook und bei Instagram schreiben. Name ist quasi genauso wie hier. Ich glaube, wenn ihr das genauso ingibt, komme ich. Denk schon, das muss ich mir mal testen.
Ansonsten schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Beratung würde ich halt eben wirklich immer so ein bisschen persönlich machen. Ich sage jetzt nicht bei der und der Haut das und das und das. Das ist ganz individuell. Da gibt es ja Kombinationen, das ist ja bis ins Unendliche. Deswegen schreib mir dann einfach oder kommentiere oder keine Ahnung, ich melde mich dann bei dir. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du das Video guckst. Und wir sehen uns beim nächsten YouTube-Video. Bis dann. Ciao.